Yo, servus Leute, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Leute, wieso ist diese Facecam so schief, Alter? Wie der Turm in Pisa. Scheiß drauf. Wir reagieren auf Luciano. Schmetterling heißt der Song. Produces das Ganze, scheiß nicht drauf. Produces das Ganze bei Ghana Beats und Chinaro. Okay, ich bin drauf gespannt. Falls der Ventilator im Hintergrund euch stört, Pech. Ich kann da nichts ändern. Und für die, die diesen Kanal noch nicht abonniert haben, ihr habt alles richtig gemacht. So, wir gehen jetzt erstmal in die Infobox, Leute. Dann starten wir auch rein. Ich bin sehr auf den Song gespannt. Schmetterling hört sich nicht so nach einem aggressiven Song an, aber ist Luciano, man weiß nicht. Okay, Aquabox. Schmetterling, ich freue mich so aufs Album, ne? Produced by Ghana Beats, Gennaro, Mix Mastering by Yunus, King Size. Kennt man. Video von Black Dolphins. Black Dolphins hat das Video gemacht, also erwartet uns ein Luciano in einem kleinen Raum mit bis zu den Knien voller Wasser. Okay, mal gucken, ich bin drauf gespannt. Okay, ich habe heute ein Bild von Luciano gesehen. Digga, einfach mal mit Ronaldinho El Maestro Gaucho. Er hat sich mega gefreut, er hat so voll gelächelt, Digga, hat man voll gesehen. Ey, dieses Bild zeigt das. Das war so eine Message. Ich hab's geschafft. Junge. Real Talk. Nice. Nice. Gönn ich ihm sehr. Hammerhart. Okay. Wir gehen rein. Luciano Schmetterling. Wir starten rein. Let's go. Ballert mir weitere Vorschläge in die Kommentare. Ihr wisst Bescheid. Okay. Und schöne McDonald's-Werbung. Was ich noch sagen wollte. Das ist Luciano, wir müssen sehr viel pausieren, deswegen bitte schreibt mir nicht rein, was pausierst du so oft. Ich muss es einfach machen. So, ist einfach Fakt. Und ja, das wollte ich noch anmerken lassen. Habe ich alles gesagt? Wir haben schon auf Nemo reagiert. Den Song habe ich gar nicht gefühlt. Checkt immer ab, auf was ich schon reagiert habe. Okay, also ich sag euch jetzt schon mal was. Wir haben bis jetzt nur ein Yeah, yeah gehört, aber so ein bisschen so eine leichte Melodie im Beat, die wir da gehört haben, muss sagen, hat sich nicht schlecht angehört. Jetzt bin ich noch mehr drauf gespannt. Jetzt aber. Ich bin nicht ohne Fehler. Ein paar Jahre zurück, ungewollt war das Lied mein Leben. Okay. Ich glaube, dass wir es ist diesmal kein kleiner Raum mit Wasser bis zu den Knien, sondern es ist ein Pool. Okay. Interessant, wird ein sehr, sehr interessanter Song. Aber ey, nicht jeder Song kann drillen, nicht jeder Song kann aggressiv sein. Er macht Abwechslung rein. Ja, doch hab es überlebt, ne? Doch heute fickt der Tonic intensiv die Leber. Doch sie mag mich, sie wärme in meinem Herzen, wenn es kalt ist. Abo, was ist denn das für ein Beat? Ich muss Real Talk sagen, diese Melodie, man hört es gerade ganz leise, aber dadurch, dass es so leise ist, es hat irgendwie was. Ghana Beats und Gennaro, ich glaube, die haben da was Wildes auf die Beine gestellt. Okay? Zu Luciano kann ich bis jetzt noch nicht viel sagen. Und sie fragt mich, wartet in meinem Zimmer, wenn es Nacht ist. Und sie fliegt wie ein Schmetterling. In meinem Bett mit einem Kuss auf die Stirn. Okay, was sagen denn die Leute dazu? Frage ich mich gerade. Was sagen die Leute? Hoffe einfach, der Kiosk Luciano ist wieder da. Kiosk Luciano mit Ronaldinho, okay. Kiosk Luciano, ja Mann. Jejo Kocha. Das wird der Song, den man nachts im Sommer anmacht, wenn man mit seinen Freunden am See liegt und Deep Talk fühlt. Boah, er hat's auf den Punkt gebracht. Wer war das? Robert, er hat's auf den Punkt gebracht. Trotzdem hört sie zu, wenn ich filche. Denn sie liebt, was ich im Herzen hab. Geht mit der Zeit und bereut. Ich schwör's dir, ne? Dieser Beat, ne, kommt gerade hier rein. Hier drinne. Ich fühle wirklich sehr gerade. Hörst du diesen Beat, dieses. Wunderschön. Mit der Zeit und bereut nichts. Sag, wo bist du? Hoffe, ich find dich. Gefangen in der Nacht, deshalb warte ich, aus der Hood, baby. Auch Luciano gerade, Digga, wo er so die
von einer tieferen Stimme in so eine, ja, eine etwas höheren Stimme übergegangen ist. Schön. Nice, nice, nice. Also, sehr positiv überrascht. Sehr, sehr. Ich muss auch sagen, letzter ruhiger Song war, glaube ich, Kids from the Block, wenn ich mich nicht täusche. Habe ich auch gefühlt. Also, ruhige Songs hat der Loco auch gut drauf. Kopf ist tot, denn die Schmerzen haben mich mit, Baby. Mein Geschäft läuft heute gut, Baby. Danke Gott, weil ich Zeiten im Dreck kenne. Doch sie mag mich. Sie wärme in meinem Herzen, wenn. Okay, ey. Schnell nochmal zu Luciano, damit ich mich konzentrieren kann. Also, macht Luciano gerade sehr, sehr gut. Die tiefe Stimme von ihm gerade mega angenehm auf dem Beat. Bis jetzt nichts Negatives zu kritisieren. Sie wärme in meinem Herzen, wenn es kalt ist. Und sie fragt mich, wartet in meinem Zimmer, wenn es Nacht ist. Und sie fliegt wie ein Schmetterling. Landet in meinem Bett mit einem Kuss auf die. Ich muss halt sagen, kurz nochmal. Warte mal, lass mich nochmal kurz eine Sache abchecken. Das Model haben wir ja hier drinne. Brauchte ich für ein Schulprojekt. Und ich fühl, wie sie Wärme will. Trotzdem hört sie zu, wenn ich Film schieb. Denn sie liebt, was ich im Herzen hab. Geht mit der Zeit und bereut nichts. Aber wirklich kurz zu den Modeln, die bei Luciano im Video sind, auch bei Peppermint oder so. Ja, der Bruder bringt wirklich Mädels dahin, die auch wirklich jetzt no head, aber die einfach hübsch sind, die einfach nicht schlecht aussehen. Deutschraps Modelcast, ne, einfach, Digga, die bringen da Leute hin, wo ich mir denke, what the fuck. Kurz über das Äußere geredet. So, jetzt können wir uns wieder der Musik widmen. Wo bist du? Wofür ich find dich? Gefangen in der Nacht, deshalb warte ich. Bin in Trance, wenn sie lacht. Ihre Lebensfreude hielt mich immer wach. Ja, ich muss sagen, Luciano, auch gerade wieder, wie er mit in den nächsten Part reinkommt, mit einem nicen Flow und einer angenehmen Stimme. Das Video hat so, ja, hat so eine Luciano-Farbe, ne, wie bei Never Know, Mason. Dieses halt blaue immer, dieses so ein bisschen dunkel gehalten, aber blaue, ne? Es passt alles gut. Sie hat tausendmal gebetet, dass ich ruhiger werde. Doch ich hatte zu viel Gläser von dem Teufel, Baby. Ich hatte sie gefunden, mit Stolz, doch lernt es nie zu schätzen. Ey, Real Talk, ne? Luciano ist einfach der Drip King of Germany. Driller, aber ruhige Songs oder auch so bewegliche Sommersongs. Der Typ hat's drauf und der Typ ist einfach ein vielseitiger Künstler. Er schlägt einfach in verschiedene Richtungen aus und es hört sich nice an. Hinterließ tiefe Wunden, vor Schmerz, doch kann es nicht begründen. All die Nächte verstreit, Tage voll Pain, grundlos gesoffen. Oh, sorry, Digga, dass ich gerade während dem nicen Flow stoppen muss. Ich gehe nochmal ein Stück zurück. Schöner Flowwechsel, der da gerade reinkommt. Nach der Line, eine kurze Pause, nächste Line, kurze Pause. Hat was gerade. Und dann noch so eine Szenenwechsel dazu. Harmoniert gut zusammen, ey. Schön, sehr, sehr, sehr nice. Tage voll Pain, grundlos gesoffen. Ich rannte nur weg, doch sie hoffte auf Glück. Augen voll Tränen, ich merkte es zu spät. Keiner bringt uns zurück, guck ihr Duft noch im. Ah, Junge, ich will diese Melodie, dass sie ein bisschen lauter wäre. Von Ghana Beats und Gennaro. Wenn das noch ein bisschen lauter wäre. Aber auch irgendwie, dass das so leise ist, das hat irgendwie auch was. Das hat irgendwie auch was. Ja. Ey, ich sag euch ehrlich, das Video jetzt von Nemo genannt, fühle ich nicht, ne? Das Video nenne ich, fühle ich. Wir machen das so jetzt. Doch sie fliegt weg und begeht diese Welt mit einem Fleck auf ihrem Herz. Ich hatte sie gefunden, voll stolz, doch lernt es nie zu schätzen. Ey. Okay, ich denke mal, jetzt kommt noch ein letztes Mal die Hook rein. Dann sind wir auch schon durch. Album wird ja noch auch angezeigt, ne, oder? Nein? Okay, nicht. Okay. Letztes Mal wahrscheinlich kommt nochmal die Hook jetzt rein. Und sie fliegt wie ein Schmetterling. Landet in meinem Bett mit einem Kuss auf die Stirn. Und ich fühl, wie sie Wärme will. Trotzdem hört sie zu, wenn ich Film schieb. Das ist einfach die geilste Stelle. Einfach die geilste Stelle, ne?
Hook, Pre-Hook, Hook für mich einfach nur 10 von 10. Und die Parts fand ich so 8 von 10. Also groß und ganz natürlich mehr als nur abgeliefert. Die Lied, was ich im Herzen hab, geht mit der Zeit und bereut nichts. Sag, wo bist du? Hoffe, ich find dich. Gefangen in der Nacht, deshalb. Das war die Stelle, die ich meinte, ne, wo er so ein bisschen sie, ich kann das, ich will das jetzt nicht nachmachen, aber wo er sagt, sie liebt, da wo er so ein bisschen druckvoller, ein bisschen höher mit der Stimme geht, das war gerade die Stelle, die ich meinte. Also habe ich ja vorhin irgendwo hier gesagt, ist auch egal, wo ich es gesagt habe. Wie ein Schmetterling, landet in meinem Bett mit einem Kuss auf die Stirn und ich fühl, wie sie Wärme will. Trotzdem hört sie. Ey Junge, wunderschöner Beat, ey, sehr schöner Song. Sehr, sehr schöner Song. Der Song, boah, der kommt in die Playlist, der kommt so safe in die Playlist. Gefühlt jeder Song von ihm ist in der Playlist. Okay, ey, wir sind auch schon durch. Könnt ihr gerne reinschreiben, wie ihr den Song fandet an sich, eure Meinung. Und schreibt mir gerne rein, auf was wir noch als nächstes reagieren sollen. Ich Film schieb, denn sie liebt, was ich im Herzen hab. Geht mit der Zeit und bereut nichts. Sag, wo bist du? Hoffe, ich find dich. Gefahren. Okay, ich. Warte mal. Der Song geht noch. Ja, 45 Sekunden? Ja, so 44 Sekunden, ne? Sprich, es wird noch einmal die Hook reinkommen. Digga, Luciano würde niemals eine Minute Outro machen. Aber Outro wäre auch nice, dann würde ich nur den Beat mal hören. Ne, einmal kommt nochmal die Hook rein. In der Nacht, deshalb warte ich. Oh, es kommt nicht nochmal die Hook rein. Wäre natürlich nice, aber ich freue mich. Ich bin eigentlich gar kein Fan. Gar kein Fan. Ich hasse lange Outros. Langes Beat-Up-Gespiele. Fuckt mich ab. Aber Bruder, bei diesem Beat. Bei diesem Beat. Digga, bei diesem Beat muss. Bei diesem Beat muss. Muss. Kuss. Luciano, Kuss. Jetzt. Okay. Ich dachte wirklich, dass nochmal die Hook reinkommt. Ah, wunderschön. Wunder, wunder, wunderschön. Leute, das war's. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben da und schreibt mir weitere Vorschläge in die Kommentare. Ja, ich habe ja schon gespoilert. Zack, jetzt kommen die Flügel raus. Ja. Wild. Macht's gut, haut rein und ciao.